Moin Moin und Hallo. Heute zeige ich euch die Grundregeln vom Schach und wie man die Schachfiguren auf das Brett stellt. Die Grundeinstellungen. Nun werden wir uns erstmal die Figürchen angucken. Wir haben diverse Figuren zur Auswahl. Das ist der Turm, noch ein Turm, der Läufer, die Dame, der König, die Springer bzw. der Pferdchen und der Bure, die Bauern. Kommen wir zum Schachbrett. Wir haben ein Schachbrett mit 8x8 Vierecken. Dort können sich gleich unsere Figuren darauf bewegen. Wir fangen mit der Grundeinstellung an und rechts und links auf eurer Seite kommen zwei Türme hin. Die stellt ihr dort ab, denn da kommen sie hin. Als nächstes holt ihr eure Pferdchen bzw. eure Springer und platziert sie auf B1 und G1 neben die Türme. Jetzt kommen wir zu den Läufern. Die kommen auf F1 und C1 neben unsere Springer, wie ihr seht. Das gleiche machen wir auf der anderen Seite mit den weißen Figuren. Kommen wir zum Pärchen des heutigen Abends, der König und die Dame. Die Dame kommt auf E1, neben dem rechten Läufer, der vor euch steht. Und der King, der König, kommt auf D1, wo ein weiterer Läufer links von ihm steht. So, das heißt, die erste Reihe haben wir. Nochmal durchgehen. Turm, Springer, Läufer, König, Dame, Läufer, Springer und der Turm. Von links nach rechts durchgegangen. Das gleiche macht er jetzt spiegelverkehrt, spiegelverkehrt, zu dem gleichen Rhythmus auf der weißen Seite. Nun kommen wir zum Fußvolk, zu den Bauern. Die Bauern bilden sozusagen die erste Kampflinie und werden vor dem Hofstaat platziert. So, alle hin in einer Reihe. Das geht von A2 bis H2. Das gleiche macht ihr dann auf der anderen Seite und so ist eure Grundaufstellung und dann kann es losgehen. Oh yeah!